Mit Spannung erwartete die russische Eiskunstlauf-Szene die diesjährigen Juniorenmeisterschaften in der Wolgastadt Saransk, die an diesem Wochenende stattfand. Denn gerade bei den Frauen waren die dominanten Läuferinnen der letzten Jahre die amtierende Europameisterin Julia Lipnitskaya und die letzte Juniorenmeisterin Elena Radionova nicht mehr am Start. So schlug in Saransk die Stunde derer, die bisher in ihrem Schatten geblieben waren oder die aktuell neu aus der Nachwuchsriege nach oben streben. Trotz des Fehlens der bisherigen Stars war das Niveau der Meisterschaft hoch und nur Nuancen entschieden oft zwischen vielen sauberen Darbietungen über den Sieg. Einige der Teilnehmer hatten schon von sich reden gemacht, wie Polina Zurskaya aus Omsk, die mittlerweile mit Lipnitskaya in einer Gruppe trainiert, oder Alexandra Proklova, die es auch bei den starken russischen Seniorinnen dieses Jahr auf einen vierten Platz schaffte. Doch beide Favoritinnen sollten es am Ende nicht ganz oben auf das Treppchen schaffen, sondern Serafima Sachanovic aus St. Petersburg, die auch bereits bei internationalen Junior Grand Prix erfolgreich war. Zweite hinter ihr war Maria Sotskova aus Moskau, dann erst folgte Proklova. Bei den Herren gewann der Moskauer Adrian Pitkejew, auf dem auch Hoffnungen ruhen, den nicht ganz so erfolgreichen Männereiskunstlauf Russlands wieder nach oben zu bringen. Zwei Junior Grand Prix konnte er in dieser Saison bereits für sich entscheiden. Hinter ihm Zweiter wurde der Petersburger Petrov. Auch die Juniorpaare und Eistänzer ermittelten in Saransk natürlich ihre neuen Meister. Die Paarkonkurrenz gewannen Tarasova Morozov aus Moskau, für sie erst der zweite Sieg nach dem Junior Cup von Warschau in der letzten Saison. Silber hinter ihnen gewann das recht ungleiche Paar Vigalova Sakrojev aus der sibirischen Stadt Perm. Beim Eistanz kamen alle Treppchenbesetzer aus der russischen Hauptstadt. Erste wurde das Paar Stepanova Bukin. Aufgrund der gezeigten Leistungen nicht nur bei den anhaltend starken Damen muss einem nicht Angst werden um die Zukunft des russischen Eiskunstlaufs. Es ist auch auf internationaler Ebene in den nächsten Jahren mit weiteren großen Erfolgen zu rechnen.